Recycling soll ja immer mehr in Mode kommen, hier in Taiwan aber auf ganz eigene Weise. Anregung für die neueste Mode kann von seltsamen Orten stammen. Die Modeschöpferin Wang Liling, 36 Jahre alt, durchforstet Mülldeponien. Sie sammelt alte Drähte, Schrauben und anderen Abfall aus der Stromindustrie, um ihren Kleidern ein besonderes Flair zu verleihen. Wir dachten, dass wenn wir diese alten Kabel, die diese dünnen Eisendrähte im Inneren haben, zerschneiden, könnten wir sie in eine Form rollen, die wir verwenden könnten. Und dann haben wir etwas gefunden, so wie dieses hier. Die Drähte und andere Materialien werden auf Kleider und andere Kleidungsstücke aufgenäht, was ihnen ironischerweise sogar eine futuristische Anmutung verleiht. Dieses Herangehen aus alt mach neu und ganz neu fand bei einer Modenschau dieser Tage in Taiwan großen Anklang. Und das sicher nicht nur deshalb, weil die Menschen sich hier sogar im echten Leben treffen können, aufgrund einer relativ günstigen Corona-Lage.